Hey Community, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal was richtig krasses und zwar, ich dachte mir, ich stehe jetzt einfach auf. Wir haben so einen sonnigen Tag heute. Ich gehe jetzt hier, mach mir erstmal Eier und so weiter. Ansonsten, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke. Und an jeden, der schon gemacht hat, ich küsse dein Herz. Vielen lieben Dank, Bro. Und ja, wie gesagt, vielleicht schaffen wir heute die 5000 Likes. Das wäre mega nice. Ansonsten, gönnt euch das Video, wird mega nice. Und oh, jetzt haben wir Milk, very good Milk. Ich kann mir wenigstens ein Glas Milch machen, weil Eier habe ich gerade nicht da, habe ich gesehen. Warte, was haben wir denn da? Schaut mal, seht ihr dieses Bild? Das bin ich, meine Freundin und meine andere Hallo. Freundin, ihr wisst Bescheid. Warte, jetzt wird bei mir geklingelt. Jetzt Hallo. Muss ich mal kurz aufmachen. Hallo, wer ist denn da? Ich bin's, Benjamin. Hey Benjamin, schau mal, wie geht's dir? Nicht so gut. Schau mal, du kennst mich ja immer so motiviert und so. Und heute, ich weiß gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Ich habe das noch nie gehabt. Wieso, was weißt denn los, du, ich bin Bro? Verliebt. In ein Mädchen verliebt. Oder was? Ja. Oh, Bro, da musst du mir mehr darüber erzählen. Komm, lass uns ein bisschen spazieren gehen durch Pleasant Park. Ja. Dann kannst du mir gerne erzählen. Komm, erzähl mal, was denn los? Also, ja, schau mal, ich habe so in meiner Klasse so ein richtig geiles Mädchen. Sie hat so geile Kurven und so, aber... Ja. Aber sie hat so einen bösen Vater und ich glaube, jemand anders liebt sie auch. Ach so, und du bist jetzt in sie verliebt. Oh mein Gott, Bro. Und hast du schon versucht, sie anzumachen oder wie schaut's aus? Ja, das Ding ist... Ja, aber ihr Vater ist immer bei ihr, also sie redet so ein bisschen mit mir, aber sobald ihr Vater kommt, geht sie weg. Oh, ich weiß Bro, auch nicht warum. Digga, das ist richtig mies, Bro. Also Community, der arme Junge, der gerade zu mir kommt, ist der Benjamin, der wohnt hier in diesem gelben Haus. Und ich kenne ihn schon seit echt langem und das, wie ich ihn jetzt sehe, das ist schon krass, weil der war immer motiviert, wollte immer so rausgehen, hat immer 1, 2, 3 gemacht und dann, ja. Aber jetzt, der Arme weint einfach. Hey Bro, weißt du was? Lass mal zu dem Mädchen nach Hause gehen, dann gebe ich dir Tipps, vielleicht kann ich dir da helfen, wie du sie klären kannst, okay? Ja, okay. Ja, Bro, wo wohnt das Mädchen? Du musst mich halt dahin bringen. Ich weiß es ja nicht. Dieses Mädchen wohnt, glaube ich, bei diesem Haus dort. Ah, in diesem grauen Haus. Okay, ja, Bro, dann lass gehen. So, Coyote, hier wohnt anscheinend das Mädchen, in das er verliebt ist. Die soll mega schön sein, die soll geile Kurven haben und so weiter. Bro, komm mal her, komm mal her. Da ist deren Haustür, glaube ich. Deren Haustür ist, glaube ich, aber sinnlos, also der kann uns nichts anhaben. Bro, weißt du was? Du gehst jetzt einfach zu denen und sagst halt, hey, wie geht's und so weiter. Stellst dich vor, sagst halt, ja, ich bin der Junge und so weiter. Ich finde dich cool, lass uns mal gerne was trinken gehen, okay, Bro? Mach das mal. Aber ich muss jetzt zuerst noch was sagen. Dieser Fisch da, der beißt mir immer in die Beine. Nee, warte mal. Ich rede jetzt mit ihm, okay? Ey, Fisch, ja, okay. Wie geht's dir, Fisch? Lecker Bein, lecker, lecker. Bein. Stell dich mal bitte hier drauf und sei leise, sonst hast du keinen Kopf mehr. Hast du verstanden? Ich habe eine Knarre. Sei leise, Fisch. Ey, beruhigen Sie sich sei mal. Sei leise. Bro, er wird jetzt keinen Stress mehr machen, okay? Ich hab's geklärt für dich, Bro. Gönn dir, komm, geh das Mädchen klären, let's go. Geil, er geht einfach außenrum, der Arme. Hallo, Isa, machst du mal die Tür auf? Ich mach. Ob das ihr Vater? Ja, mach das mal. Hallo, Luisa, ich bin's, Benjamin. Luisa, wer ist denn das? Benjamin aus meiner Klasse. Wie, Benjamin? Ist das ein Junge oder was? Jetzt nur. Warte mal, wer stört mich denn hier bei der Tagesschau? Hallo, bleib mal stehen, hallo. Ja, wer bist du? Wer sind Sie denn? Wer sind du? Ach du Kacke, was ist denn hier los? Halloween oder was? Wer bist denn du? Nee, also nichts, das ist der Benjamin aus deiner Tochter. Luisa, bleibst du 1,50 Meter Abstand. Ja, was ist denn los? Was brauchen Sie denn? Wir haben doch nichts gemacht, wir haben nur kurz geklingelt und haben Hallo gesagt. Ja, hier, ich bin am Tagesschau gucken und ihr stört mich. Nee, also wir gehen jetzt einfach mal weg. Nee, nix, nee. Also, ja, wat, wer bist du? Benjamin hier, das Benjamin. Ist, Benjamin, lass mich in Ruhe, nee, das kommt schnell weg hier. Stehen. Ihr werdet noch Post bekommen! Oh mein Gott, ey, Digga. Das hat nichts damit zu tun. Ey, Bro, was ist das denn, Digga? Das Mädchen hat voll einen 30er gemacht, hat einfach gesagt, das ist Benjamin aus meiner Klasse. Digga, ich glaube, das Mädchen liebt dich nicht, Bro. Egal, wie es scheint. Nein! Bro, weißt du was? Lass uns einfach mal ein bisschen hier spazieren, mal gucken. Vielleicht findest du ein anderes Mädchen, okay? Ey, das ist so traurig, Community. Ich sag euch ehrlich, ich war auch schon mal verliebt und mir ist halt sogar fast dasselbe passiert. Aber halt, ich habe das noch hinbekommen, aber der Junge ist halt noch ein bisschen jünger. Und bei ihm, er kann das halt nicht so verkraften. Deswegen, wenn ihr mal in einem Mädchen verliebt seid, sagt ihr nicht direkt, dass ihr sie liebt, sondern halt schaut einfach, ob sie einen Freund hat, allgemein oder irgendwas. Ansonsten, wir versuchen jetzt für ihn ein neues Mädchen zu klären. Ansonsten,
Weihnachten. Ja. Ey, Digga, Benjamin, Digga, ich sag dir ehrlich, lass uns einfach wieder nach Hause gehen oder ein bisschen spazieren. Das Mädchen ist schon ehrenlos, dass sie das mit dir gemacht hat. Aber, Digga, es wird schon bessere Zeiten geben, Digga. Boah, wer ist denn da? Schau mal. Ist das nicht... Das ist dieser Kevin. Der sie auch liebt, oder? Ist das auch dieser Junge, der sie auch liebt? Chill, komm mal her. Lass mal zuhören, was die überhaupt sagen, Digga. Komm, halt mal meine Hand. Ja, okay. Ey, wer war eigentlich dieser eine eben an deiner Tür? Ja, zwar einer aus meiner Klasse, ist unwichtig. Ja, okay, aber nicht, dass der dich, nicht, dass er sich auch anmacht an dich oder so, ne? Ja, keine Ahnung. Wir sind ja schon zusammen. Ey, Bro, Benjamin, komm mal mit, schnell. Digga, weißt du, was du jetzt machst? Hast du das gehört? Ja, Bro, hör doch auf zu weinen. Nein, nicht, nein. Das war meine Traumfrau. Das reicht doch, hör doch auf zu weinen. Weißt du, was du machst? Das macht's auch nicht besser, wenn du die ganze Zeit weinst. Es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass du dem Vater, der vorhin uns schlagen wollte, erst recht einen Grund gibst, dass er dir vertraut. Du gehst jetzt hin und sagst dann zu dem Vater, dass seine Tochter mit so einem anderen Jungen hier am Parkplatz ist. Ich warte so lange hier und höre zu, was sie sagen. Und dann wird der Vater dir vertrauen und dann bekommst du irgendwann mal das Mädchen, okay, Benjamin? Ja! Okay, let's go, Digga, mach das mal. So, Community, der Benjamin ist jetzt auf dem Weg und sagt dann dem Vater Bescheid, er holt ihn jetzt gleich und ich höre mal zu, was die eigentlich sagen. Ich glaube, die wollen heiraten. Ey, du bist wirklich so wunderschön. Auf jeden Fall, wenn wir größer sind, wir müssen unbedingt heiraten und uns darf nichts trennen. Oh, und dein Vater darf uns nicht trennen. Ja, ich liebe dich, Schatz. Du bist so süß. Community, das Krasse ist einfach, die lieben sich wirklich sehr, sehr, sehr. Das heißt eigentlich, man darf so eine Beziehung gar nicht kaputt machen. Also der Benjamin tut mir schon leid, aber dass wir jetzt den Vater geholt haben, ist auch schon ein bisschen ehrenlos, wenn ich ehrlich bin. Weil die lieben sich halt wirklich und wir machen das Ganze kaputt. Das ich sag euch ehrlich, das ist schon nicht so nice und da kommt schon der Vater. Ich versteck mich mal hier. Okay, warte jetzt. Ah, ich beobachte das Ganze mal. Hier ist der Vater mit diesem Kevin. Luisa, was machst du hier? Wo ist dein Mundschutz? Wer ist das? Das ist niemand, Papa. Luisa, du hast gesagt, du bist mit deiner Freundin draußen. Wer ist das? Das ist niemand. Und wo ist dein Mundschutz? Setz deinen Mundschutz auf. Papa, und wer bist du? Ich bin einer aus der Klasse. Wir haben gerade so Hausaufgaben gemacht und ich wollte helfen. Hausaufgaben. Du, schau mal hier. Der Benjamin hat mir gerade. Darf ich mal was sagen? Ich sag dir ehrlich, der Benjamin hat gelogen. Die haben wirklich nur Hausaufgaben gemacht. Ich habe das Ganze beobachtet. Benjamin, wir müssen kurz reden. Komm mal her. Aus der Fassung. Benjamin. Benjamin, nein. Bro, ist so. Ey, Bro, nee, das ist doch dein Scheiß Ernst, Digga. Ich dachte, ich kann dir vertrauen. Ich weiß. Nein, Digga, ich muss dir was sagen, Bro. Bleib doch mal hier, Digga. Ich muss dir doch was sagen, Mann. Es tut mir leid, ich habe das gemacht, weil die lieben sich halt sehr und ich wollte nicht, dass du deine Beziehung kaputt machst. Die sind schon seit Jahren zusammen. Ich hab dich ausgeklärt, das alles muss ausgeweckt, ich will nicht mit dir reden, ich geh jetzt nach Hause. Oh Mann, komm, ich stehe jetzt einfach wohl als Ehrenloser da, weil ich ihn jetzt 31er gemacht habe. Aber das Ding ist halt, die lieben sich voll und geh jetzt mal zu denen, mal sehen, was der eigentlich sagt. Yo, ey, wir hatten so Glück. Ah, du bist unser Retter, was geht ab? Yo, gerne. Luisa, ich sag dir ehrlich, der Junge, ne, der von gerade eben, der steht halt schon voll lange auf dich. Und das Ding ist, ich wollte ihn halt helfen, dass er mit dir zusammenkommt. Er liebt dich halt über alles. Und das Ding ist, ich musste halt, ich konnte einfach nicht eure Beziehung kaputt machen. Wisst ihr so, ihr wolltet heiraten, ich habe euch zugehört, ihr wart so süß. Und wenn ich das gemacht hätte, ich glaube, ich wäre gar nicht mal froh darüber. Wisst ihr, was ich meine? Ja, weil das wäre auch, das wäre einfach mein Ende, wenn hier der Vater das erfahren hätte, dass wir zusammen sind. Ja, Bro, wie heißt du eigentlich? Scheiß Kevin. Jo, Kevin, auf jeden Fall korrekt, dich kennengelernt zu haben. Weißt du was, ich geh jetzt mal nach Hause. Mal gucken, was ich jetzt dann mache und allgemein. Habt ihr vielleicht eine Freundin, was wir für ihn klären können oder so? Weil er ist schon so lange alleine, er hat gar keine Freundin. Ja, stimmt. Also ich habe bemerkt eigentlich, dass der Fisch auf ihn steht. Der will mal irgendwie seine Beine lecken und sowas. Ach nee, Digga, das ist nur ein Fisch. Also Jungs, haut rein, ne? Und Mädels, kurz geht raus. Ciao, ciao. Ja, so Koyuti, ich habe denen jetzt geholfen. Die sind jetzt mega froh darüber, dass ich denen geholfen habe. Weil das Problem, ich sag euch ehrlich, das war nicht korrekt, was ich gemacht habe. Aber es wäre halt auch nicht korrekt, wenn ich ihm geholfen hätte, den Benjamin. Ich gehe mal zu ihm und frage ihn, wie es ihm geht. Ansonsten, Mann, es tut mir so leid. Hallo, Benjamin. Alles gut, Digga. Ey, Benjamin, Digga, es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe, Bro. Das Ding ist, ich hab dir vertraut. Ich dachte, du hilfst mir und dann machst du 31er. Ja, Digga, ich sag dir ehrlich, ich hätte dir auch geholfen, ne? Aber du musst mich halt wirklich verstehen, das, was wir gemacht hätten, wäre doch noch ehrenloser. Verstehst du, was ich meine? Sowas darf man doch nicht machen. Bitte, ich hab gerade richtig Depression bekommen und verzeih mir bitte meine Tat, okay? Was machst du? Nein, nimm die Waffe weg, Digga. Benjamin, mach das nicht. Du bist so tief. Nein, du hast das nicht. Mach das nicht.
Nein, mach das nicht! Benjamin, Mann, sei mal leise, Digga. Sei leise, geh weg von hier. Geh weg von hier, bevor ich dich stürze. Luisa, es tut mir so leid, Mann. Es tut mir so leid, was er gemacht hat. Ich schwör's dir, es tut mir so leid. Das war mein Freund. Ich bin geliebt. Ich weiß, dass du ihn geliebt hast. Was wirst du nun tun? Es tut mir wirklich leid, was er gemacht hat. Oh Mann, Jungs, Community, die Arme, die weint jetzt einfach, weil der hat sie einfach getötet. Das kann doch nicht sein. Wieso macht man denn sowas? Er hat sie komplett geliebt und jetzt hat er sie einfach getötet. Ich schwör's euch, ich weiß gar nicht mehr weiter. Das ist so ehrenlos. Ey, Luisa, du kannst gerne ein paar Tage bei mir schlafen. Ich denke nicht, dass du so zu deinem Vater gehen willst. Komm mal her, Luisa. Ja. Komm mal mit. Ja, ich komm. So, Community, das ist gerade mega mies, was gerade passiert ist. Die Luisa darf mal heute bei mir pennen. Ich gehe jetzt gleich zu den Dings rüber. Wie heißt der Benjamin? Ich werde jetzt auf jeden Fall die Polizei verständigen. Es kann gar nicht sein, was er gemacht hat. Ich kenne einen Polizisten, der wohnt da in diesem gelben Haus. Ich gehe jetzt da auf jeden Fall hin. Weil ich sag euch ehrlich, also eine Person umzubringen, ist das Letzte, was ich dulde. Wisst ihr, was ich meine? So, ich meine, egal, so, wenn du eine Person liebst, ist schon schön und so, ne? Aber dass du halt dadurch eine andere Beziehung kaputt machen musst, weil du ja eine Beziehung aufbauen willst, das zeigt dann halt einfach, was für eine charakteristische Schwäche man hat. Aber hallo, Mr. Cryptic, sind hallo? Sie zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Was gibt's denn? Sie müssen mir wirklich helfen, und zwar hat ein Junge einen anderen Jungen umgebracht mit einer Waffe, weil er auf ein Mädchen stand. Du musst jetzt echt helfen, ich konnte da nichts machen. Oh, das ist schlecht. Wissen Sie denn, wo der Junge wohnt? Ja, nehmen Sie diese Waffe einfach als Verteidigung, weil ich kann damit nicht umgehen. Ich weiß, wo der Junge wohnt. Komm mal bitte mit. Das Mädchen habe ich zu mir nach Hause genommen. Sie steht jetzt im Zeugenschutzprogramm, sage ich mal. Und genau hier ist die Tat geschehen. Der Junge kam mit einer Waffe, hat ihn umgebracht. Das Mädchen ist weinend nach Hause gelaufen zu mir. Okay, zeigen Sie mir mal, wo er wohnt. Also der ist jetzt hier ins gelbe Haus abgehauen. Genau hier ist er jetzt. Ich klingel da mal. Ja, machen Sie mal bitte. Hallo, ist hier jemand zu Hause? Hallo, ist jemand zu Hause? An eurer Stelle würde ich nicht reinkommen! Oh mein Gott, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Der ist gerade, der steht gerade mega auf. Ich will weiter und ich kill auch beide ab! Ich will jetzt nicht die Tür auf. Ey, warte mal. Nein, mach das nicht, ich muss mit ihm besprechen. Es ist wichtig, der Junge steht gerade unter Depression. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Weißt du, wie er atmet? Das ist so krass. Weißt du, lass mich mal kurz mit ihm reden, bleib du hier. Ey, Benjamin, ich bin's. Ich bin's, warte mal, nimm die Waffe weg, Digga. Ich bin dein Freund, willst du mir das wirklich antun, Digga? Du hast mich verraten, du hast meine Liebe zerstört! Bro, ich sag dir ehrlich, das, was du gemacht hast, war einfach nicht korrekt. Chill, Digga. Chill, bitte, chill. Hör auf. Es reicht, Digga. Wieso hast du die Polizei geholt? Bro, es reicht, Digga. Hör doch mal auf. Weißt du, du hast dich gerade selber verloren. Du warst doch voll verliebt. Und jetzt auf einmal... Ich wollte nur das Mädchen. Bro, es tut mir so leid, Mann. Du hast einfach jeden Freund umgebracht. Bro, stell dir vor, du bist mit einem Mädchen zusammen. Da kommt ein anderer Junge, er bringt dich um und will deine Freundin dann. Digga, das kann doch nicht Digga. Sein. Aber irgendetwas in meinem Kopf hat gesagt, ich muss ihn umbringen, Digga. Keine Ahnung, was passiert denn mit meinem Kopf. Weißt du was? Stell dich einfach der Polizei. Vielleicht kannst du das Mädchen in 20 Jahren klären, wenn du aus dem Gefängnis bist. Komm her, Digga. Stell dich der Polizei, hey. Digga. Ey, hier ist er. Oh, hallo. Nein, ey, Benjamin. Beruhigen Sie sich. Das kannst beruhigen. Du doch nicht machen. Benjamin. Ich werde Ihnen nichts tun. Bleiben Sie stehen. Ich werde Ihnen nichts tun. Benjamin, jetzt warte doch mal. Oder Sie kommen ins Gefängnis. Benjamin, lass mich doch mal mit dir reden, Digga. Jetzt mal ernsthaft, Digga. Was ist eigentlich los mit dir? Hör doch mal auf. Aber der Vater hat mir nicht geholfen. Ich gehe jetzt töten. Nein, nicht töten. Ey, du musst ihn töten. Nein, er ist jetzt... Das musste ich tun. Ey, Mann, was ist denn hier los in dieser Stadt? Ganz ehrlich, ich komme gar nicht mehr auf mein Leben klar, Digga. Erstmal bringt er den Freund von dem Mädchen um, dann bringst du ihn um und er ist komplett durchgedreht. Ich sag euch ehrlich, Community, wenn irgendwann mal was mit euch sein sollte, dass ihr irgendwie Depression habt oder allgemein in einer schwierigen Situation, dann bitte greift nicht zu Waffen oder sonst irgendwas, sondern sucht euch Hilfe bei Freunden, Familie und so weiter. Herr Polizist, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen. Das war echt korrekt, was Sie gemacht haben, aber... Kein Problem, dafür bin ich da. Jo, hau rein, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall. Jo. So, Community, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like droppen und auch gerne ein Abo droppen, denn wir sind kurz vor 220.000 Abonnenten. Es kommen hier jeden Tag Unterhaltungsvideos, die euch zum Lachen bringen sollen, allgemein, die dazu da sind, dass ihr Spaß habt. Wenn es der Fall ist, dass es euch gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mich supportet. Ansonsten geht gerne auf meinem Zweitkanal rüber. Macht auf Ehrenbruder-Basis alle bei
bei V-Shadi, das war der Vater von dem Mädchen, die 3000 Abonnenten voll und bei Cryptix, den Ehrenbruder, die 1k voll, er ist kurz davor. Beide sind unten verlinkt. Ansonsten, Kuss geht raus, beste Community. Creator Code, I'm Natives. Wir sehen uns auf jeden Fall dann später auf meinem zweiten Kanal.